Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Schön, dass Sie auch am Freitag eingeschaltet haben. Die Allgäu-TV-Nachrichten starten jetzt und zwar mit diesen Themen. Wasserknappheit im Oberallgäu. Wiggensbacher müssen weiter Wasser sparen und abkochen. Narrenreiter und Karthäuser. Allgäu-TV in Buxheim. Und gut eingepackt und aufgewärmt. Expertengespräch zum Thema Sport bei Kälte. Die Gemeinde Wiggensbach im Oberallgäu leidet auch jetzt noch unter dem heißen Sommer. Das Trinkwasser ist extrem knapp. Seit über 3 Wochen wird Wasser in Tanklastzügen von Kempten nach Wiggensbach gebracht. Was nun nach einer plausiblen Lösung für die Wasserversorgung der Bürger klingt, hat aber neue Probleme mit sich gebracht. Eugen Ländle ist gebürtiger Wiggensbacher und schaut in das trockene Bachbett der Rohrach. Seit Mai diesen Jahres führt der Iller-Zufluss überhaupt kein Wasser mehr. Das ist für Eugen Ländle auch neu. So trocken oder so wenig Wasser, wie wir heuer haben, oder dass er über Monate nicht mehr gelaufen ist, das haben wir noch nie gehabt. Ich weiß also nur als Kind und auch im Laufe der Jahre, dass immer wieder mal Trockenheit war und dass der Bach nicht gelaufen ist, aber nicht über einen Zeitraum von Monaten. Die Trockenheit betrifft auch die Trinkwasserquellen der Oberallgäuer Marktgemeinde. Bürgermeister Thomas Eixler kennt die Situation schon aus dem Jahrhundertsommer 2003. Damals hat man reagiert, damit das Wasser nicht noch einmal knapp wird. Da war es schon unter der Berücksichtigung der alten Quellfassung, dass das Wasser schon mal knapp worden ist. Auch da war ein Zuführen mittels Tankwagen notwendig. Es war schon mal eine ähnliche Situation. Allerdings sind wir davon ausgegangen, als wir 2008 die Quelle neu gefasst haben und die dann eine viel größere Schüttung gebraucht haben, dass dieses Problem eigentlich für die Zukunft erledigt ist. Aber Sie sehen selber wieder, die Zukunft unter die Natur holt uns schneller ein, wie wir eigentlich gedacht haben. Und so haben wir uns 2018 diese neuen Herausforderungen stellen müssen. Seit über 3 Wochen wird täglich Trinkwasser aus Kempten angeliefert. Zuvor waren es nur einige Bauernhöfe, die zusätzlich per Tanklastzug versorgt werden mussten. Circa 100.000 Liter werden nun pro Tag eingespeist. Die Wasserversorgung mit den Tanklastern bringt aber ein erhebliches Problem mit sich. Ja, normalerweise ist, wenn Trinkwasser transportiert wird, sind Rohrleitungen sehr, sehr sicher. Wir mussten jetzt eine Methode wählen, dass es quasi offen über Tankwagen transportiert wird. Und obwohl das natürlich das Unternehmen, das wir damit beauftragt haben, zertifiziert ist für Lebensmitteltransporte, ist aller Voraussicht nach mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diesem Transportweg ein Keim eingetragen worden. Und das ist bei der Messung jetzt am Montag, dem 26. festgestellt worden. Die Wiggensbacher sollten also nicht nur Wasser sparen, wo es möglich ist, sondern es auch abkochen. 3 Minuten sollte man das Wasser sprudeln lassen, bevor man Lebensmittel damit wäscht oder sich die Zähne putzt. Natürlich schon ein bisschen umgestellt, weil man muss natürlich schon dran denken, man nimmt jetzt nicht das fließende Wasser oder man muss jetzt zum Beispiel durch das Abkochen jetzt aus der Flasche das nehmen. Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema Wasserqualität derzeit jetzt aktuell durch eine Beprobung von gestern, heute aktuelles Messergebnis von Dienstag, ergeben hat, dass wir derzeit in der Entnahmestelle keine Verkeimung mehr haben, alle Entnahmestellen. Das heißt, es deutet deutlich darauf hin, dass das Wasser wieder Qualität erreicht hat, dass man es vermutlich unbedenklich auch wieder trinken kann in naher Zukunft. Das muss aber nur durch verschiedene Messungen in den nächsten Tagen nochmal bestätigt werden. Deshalb nur, was die Wasserqualität betrifft, nur noch wenige Tage. Was die Wassermenge betrifft, ist es so, dass wir jetzt seit gut 2 Wochen eine ehemals vorhandene Trinkwasserleitung soweit wieder reaktivieren konnten, bis vergangenen Freitag soweit die entsprechenden Anschlussarbeiten herstellen konnten und aller Voraussicht nach am Ende dieser Woche, wenn wir diese Trinkwasserleitung wieder ganz sauber desinfiziert und keimfrei bringen, einen Anschluss sozusagen an die Nachbargemeinde Buchenberg herstellen können. Sobald ein keimfreies Ergebnis vorliegt, wird das Landratsamt Oberallgäu voraussichtlich in den kommenden Tagen die Abkochanordnung wieder aufheben. Solange heißt es für die Wiggensbacher und Ermengerster, Wasser sparen und abkochen.
Wegensbach im Oberallgäu ist leider kein Einzelfall. Auch in Wilpolsried und auf dem Mariaberg in Kempten ist das Wasser knapp, da es für die Jahreszeit viel zu warm ist. Und ein Wintereinbruch ist vorerst nicht in Sicht. Ja, manchmal kann man die Gesetzgebung nicht so ganz verstehen. In Privathaushalten sind Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben, in Hotels nicht, wenn diese vor 2007 entstanden sind. Bestandsschutz nennt sich diese Regelung. Letztes Wochenende hat es in einem Oberstdorfer Vier-Sterne-Hotel gebrannt. 180 Hotelgäste mussten in Sicherheit gebracht werden. 7 Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Im Hotel gab es keine Rauchmelder und keine Brandmeldeanlage. Die Oberstdorfer Feuerwehr kritisiert nun die geltenden Regelungen, die diese Situation möglich gemacht haben, und weist darauf hin, dass die Kommunen und Landratsämter in Einzelfällen eine Nachrüstung von Rauchmeldern bei älteren Hotels verlangen können. Mehrere Knochenfunde in Dornbirn und eine entsprechende DNA-Analyse weisen darauf hin, dass dort Überreste einer Frau gefunden wurden, die seit März vermisst wird. Mehr dazu gleich in Kompakt. Das Allgäu ist das Höchste, was es gibt. Meine Vorfahren sind schon seit Generationen vom Allgäu. Teilweise haben sie das Allgäu gar nie verlassen, weil es so schön war. Und auch ich bin einer davon. Ich steige in kein Flugzeug und steige in kein Schiff. Und was brauche ich mehr als dieses Allgäu? Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Das RSA Bergrauschen. Gipfelglück und Partyfieber. Am 8. Dezember fahren wir in eines der schönsten Skigebiete Vorarlbergs, in Silvretta Montafon. Und das ist unser Skispaß-Komplettpaket. Busfahrt mit Schweikartreisen. Ein leckeres Frühstück mit Kaffee und Schokomilch von Salita im Bus. 2 Freigetränke von Mineralbrunnen Krumbach. Skiticket für Action pur auf 140 Pistenkilometern. Après-Ski-Party. Und noch viele andere Extras. Und das alles inklusive für nur 49 Euro pro Person. Alle Infos auf rsa-radio.de. Glücksspirale Sonderauslosung am 10. November. 200 mal 10.000 Euro extra. Das RSA Bergrauschen. Wird unterstützt vom Mineralbrunnen Krumbach. Wir wünschen viel Spaß bei der Skiausfahrt. Krumbach, das Mineralwasser aus dem Allgäu. Übrigens, wir können auch Apfelschorle und mehr. Alle Infos auch unter krumbach-mineralwasser.de. Du bist die tollste Freundin, die man sich vorstellen kann. Und deswegen wollte ich dir das CW-Fotobuch schenken, weil das einfach das ausdrückt, was wir beide als Freundschaft haben. Ich habe richtig gemerkt, die Liebe, die du für mich empfindest, für meine ganze Familie. Das war einfach das wunderschönste Geschenk. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Verschenken Sie einen Adventskalender von CW mit eigenem Foto. Das ist die Andechser Natur. Verantwortungsvoll damit umgehen heißt für uns biologisch wirtschaften. Dafür strengen wir uns an. Wir gönnen unserem Bio-Joghurt dreimal mehr Zeit zum Reifen. Für dreimal mehr Geschmack. Probieren Sie. Allgäu ist für mich Natur pur, super nette Leute, tolles Essen und vor allem landschaftlich völlig toll, dass du eben von dem Flachen schnell in die Berge kommst, zum Skifahren, auf die Almen
und vor allem leckeres Essen. Und es ist der sonnigste Platz Deutschlands. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Und jetzt die Meldungen in Allgäu TV Kompakt am Freitag. Der Tod des Mannes, der am Montag im Bodensee treibend gefunden wurde, war ein Unfall. Das hat die Polizei nach der Obduktion des Leichnams mitgeteilt. Demnach ist der Mann im Bodensee ertrunken. Zu den genauen Hintergründen zu dem Unfall werden allerdings noch weitere Ermittlungen angestellt, so ein Sprecher der Polizei. Bei einer umfangreichen Suchaktion der Polizei Vorarlberg haben die Beamten im Bereich der Spätenbachalpe in Dornbirn Knochen gefunden. Anlass für die Suche war der Fund von menschlichen Knochen durch einen Wanderer Anfang September. Eine DNA-Analyse hatte ergeben, dass es sich dabei um die Überreste einer Frau aus Lustenau handelt, die seit März vermisst wurde. Der nun gefundene Knochenteil soll jetzt vom Gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck untersucht werden. Insgesamt waren bei der Suche 14 Beamte und 31 Polizeischüler beteiligt. Die Ermittlungen dauern an. Toter in ausgebrannter Halle gefunden. Bei dem Brand einer Lagerhalle in Buchenberg haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den bis jetzt vermissten Besitzer des Gebäudes handelt. Noch während der Löscharbeiten hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass sich der Besitzer womöglich noch in der Halle befindet. In der komplett abgebrannten Halle wurden Holzpellets gelagert und Fahrzeuge abgestellt. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. Einen weiteren Brand hat es in Kettershausen im Unterallgäu gegeben. Dort ist es zu einem Brand in einer Biogasanlage gekommen. Die Feuerwehr brachte einen Schaumteppich, der den Brand löschte und die Anlage kühlte. Eine Gefahr bestehe derzeit nicht mehr, so die Polizei Schwaben Südwest. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Grund für das Feuer waren der Polizei Memmingen zufolge unsachgemäß betriebene Schweißarbeiten. Die Bundespolizei hat einen italienischen Staatsbürger festgenommen, der rund 24 Kilogramm Marihuana nach Deutschland schmuggeln wollte. Bei der Einreisekontrolle am Füssener Grenztunnel stellten die Beamten 14 Kilo Marihuana im Kofferraum des Wagens sicher. 10 weitere Kilo fanden sie versteckt im Wagen. Der mutmaßliche Schmuggler wurde heute früh einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Rechtsstreit macht Therme teuer. Die Prozess- und anwaltlichen Beratungskosten machen die geplante neue Therme in Lindau wesentlich teurer als gedacht. Etwa 500.000 Euro kosten die Rechtsberatungen bisher. Das wurde jetzt in der jüngsten Sitzung des Bäderausschusses bekannt. Neben den Prozessen, die der Bund Naturschutz vor dem Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof angestrengt hat, gäbe es auch innerhalb des Lindauer Stadtrates Thermengegner, die rechtliche Auseinandersetzungen angestrengt hätten. So wird Lindaus Bäderchef Florian Schneider in Medienberichten zitiert. Dazu komme noch die Rechtsberatung bezüglich der Verträge zwischen Stadt und Investor. Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wörishofen nicht eingebrochen wurde. Ein bisher unbekannter Mann hatte versucht, ein Fenster in dem Haus aufzuhebeln, wurde aber durch die Nachbarin gestört und flüchtete. Beschrieben wird der Mann als 1,65 groß, dunkel gekleidet. Außerdem soll er eine gemusterte Wollmütze getragen haben. Mehr ist bisher nicht bekannt. Auch ein Betrüger konnte sein Handwerk nicht ausüben. Er scheiterte an einem gut informierten Rentnerehepaar. Das Paar aus Lindau wurde gestern Mittag von einem Unbekannten angerufen, der sich am Telefon als Enkel ausgab. Er begrüßte die Frau mit den Worten „Hallo Oma“. Als die Frau den Namen ihres Enkels nannte, bestätigte der Anrufer, dieser zu sein. Die Rentnerin hatte zu diesem Zeitpunkt die Betrugsmasche aber bereits erkannt, drehte den Spieß um und verwickelte den Betrüger in ein Gespräch. Im Gespräch hakte sie immer wieder nach, woraufhin der Trickbetrüger von sich aus auflegte. Ja, das sind doch mal ganz gute Nachrichten zum Schluss. Mal sehen, ob das Wetter am Wochenende auch so erfreulich wird. Passend zu St. Martin gibt es heute eine klare Nacht im ganzen Allgäu. Nur im Ostallgäu kann vereinzelt Nebel auftreten. Die Werte liegen zwischen 3 und 7 Grad.
Den Samstag starten wir morgen wieder mit viel Sonne in allen Regionen. Im Unterallgäu ziehen immer mal wieder Wolken auf. Mit 17 Grad wird es im Oberallgäu am wärmsten. Im Laufe des Tages ändert sich nicht viel. Es scheint weiterhin die Sonne in allen Teilen des Allgäus und auch im Unterallgäu verzieht sich der Nebel und es scheint dort endlich die Sonne. Die Temperaturen steigen etwas an. Am kühlsten ist es noch im Unterallgäu mit 11 Grad. Morgen gibt es gute Voraussetzungen, um den Tag in den Bergen zu verbringen. Strahlender Sonnenschein in allen Gebieten. Am Nebelhorn kann es mit minus einem Grad etwas frisch werden. Am Gründen dagegen liegen die Höchstwerte bei 14 Grad. Den Sonntag starten wir noch einmal überwiegend sonnig und mit nur wenig Wolken. In der kommenden Woche geht es sonnig weiter. Dazu gibt es angenehme Temperaturen bis zu 18 Grad. Am Dienstag schlägt das Wetter dann aber etwas um. Trotz vereinzelten Sonnenstrahlen muss mit Regen gerechnet werden und die Werte sinken auf 15 Grad. Echte Sportfans lassen sich von Kälte, Regen und Schnee nicht abschrecken. Joggen, Walken und Radeln geht immer, oder? Schadet die eisige Luft den Atemwegen? Verspannen sich die Muskeln bei Kälte? Verletzt man sich schneller bei Minusgraden? Experten meinen, nein, Sport im Freien ist immer gut, auch in der kalten Jahreszeit. Ein paar Regeln müssen allerdings schon eingehalten werden. Tipps dazu kommen jetzt für alle Sportler und solche, die es werden wollen, von meiner Kollegin Julia Stapel im Gespräch mit einem Fachmann der Johanniter. Sport zu machen ist gesund. Aber auch unter freiem Himmel in der kalten Jahreszeit. Also sind Joggen und Radfahren im Winter eine gute Idee? Ja, diese Frage werden wir heute klären. Dazu habe ich den Dienststellenleiter der Kempner Johanniter, Robert Gast, bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Gast. Hallo. Ja, fangen wir doch mal ganz generell an. Wie wirkt sich denn Sport im Winter auf meinen Körper aus? Also schadet der? Nein, also grundsätzlich schadet der Sport dem Körper im Winter nicht. Ganz im Gegenteil, gerade allein schon der Wechsel von warm auf kalt regt das Immunsystem an und somit ist es sogar förderlich, im Winter auch Sport zu treiben. Aber würden Sie sagen, ich meine gerade die Allgäuer Winter können ja sehr kalt werden, dass es irgendwann dann vielleicht doch nicht mehr so gut ist, gerade bei Minusgraden? Es gibt keine generelle Regel, ab wie viel Grad minus ich nicht keinen Sport mehr treiben sollte. Dazu muss der Sportler halt einfach auf sich aufpassen, muss selber in seinen Körper hören. Und der eine sagt, bei minus 2 Grad mir ist es zu kalt, der andere sagt, bei minus 15 Grad kommt er erst richtig auf Touren. Aber ich muss halt gewisse Regeln einfach beachten. Gilt das denn auch für den Wintersport? Gilt genauso für den Wintersport, da wird es verdrängt, dass man trotzdem draußen ist, dass man unter freiem Himmel ist und dass es kalt ist und geht da ein bisschen fahrlässig damit um, aber das gilt natürlich auch beim Skifahren genauso. Und wie schütze ich mich denn jetzt am besten vor der Kälte? Also ist es gut, wenn ich mich einfach richtig dick einpacke vom Joggen oder vom Radfahren? Nein, also richtig dick einpacken prinzipiell, aber es muss die richtige Kleidung sein. Es sollte Funktionskleidung sein, die einfach die Verdunstungskälte quasi auf der Haut nicht zulässt, sprich also Schweiß oder sonst was relativ schnell abtransportiert, trotzdem dann einfach eine Wärmeisolierung dann darstellt. Und wichtig ist, dass ich halt auch Körperstellen wie jetzt den Kopf separat schütze, indem ich einfach eine Mütze trage, dass ich Handschuhe trage und dass ich auch dicke Socken tragen sollte. Ja, und wenn es draußen zu kalt ist, muss ich sagen, also ich jogge auch sehr gern, würde ich am liebsten immer gleich gern drauf loslaufen. Wie wichtig ist es denn, dass ich mich vorher auch aufwärme? Gerade im Winter ist es wichtig, dass man, bevor man dann wirklich richtig startet, sich erstmal die Zeit nimmt und sich wirklich erstmal in Ruhe warm macht, den Körper auf Betriebstemperatur bringt und erst dann wirklich durchstartet. Und wenn ich nun jetzt eine Weile schon am Joggen war, dann, also am Anfang atme ich meistens durch die Nase, aber irgendwann atme ich dann doch durch den Mund. Ist das denn irgendwie schlecht für die Lunge? Es ist von dem her schlecht, weil je kälter die Luft, desto trockener die Luft. Von dem her wäre es immer ratsam, nur so schnell zu joggen, zu Radfahren etc., dass ich wirklich noch angenehm durch die Nase atmen kann. Wenn ich dann irgendwann mal an dem Leistungspunkt ankomme, wo ich nicht mehr durch die Nase atmen kann, sollte ich entweder die Geschwindigkeit verringern oder ich sollte dann schauen, dass ich mir einen Schal vor den Mund nehme. Oder es gibt ja auch spezielle Schals, die man dann hochziehen kann, dass ich da einfach meine Atemwege schütze. Aber das Mundatmen jetzt beim Joggen oder auch beim Radfahren, kann sich das denn schlecht auf den Körper auswirken, also oder auf die Lunge? Sagen wir es mal so, es ist durch das, dass die Luft trockener ist, trocknen mir die Schleimhäute aus. Das kann beim einen oder anderen dann einfach dazu führen, dass er anfängt zum Husten. Dann sollte ich sowieso, wie gesagt, reduzieren. Und
Es macht die Schleimhäute einfach anfälliger, wenn sie einfach zu trocken werden. Und deswegen sollte man da davon einfach Abstand nehmen. Gibt es vielleicht irgendwas, mit dem ich allgemein mein Immunsystem stärken kann? Beim Sport im Winter vielleicht gerade ernährungstechnisch? Also ernährungstechnisch ist es so, im Winter verbrenne ich deutlich mehr. Die Anstrengung ist deutlich höher für den Körper. Das heißt, ich sollte mich natürlich gesund ernähren. Ich sollte viel Kohlenhydrate, ich soll nicht übermäßig Fett, ich sollte viel Gemüse, viel Vitamine dabei haben. Und wichtig halt, bevor ich dann zum Sport gehe, sollte die letzte Mahlzeit vor 3 Stunden gewesen sein. Und natürlich vitaminreich, das ist einfach das A und O in der Winterzeit. Super, vielen Dank, Herr Gast. Dann wissen wir jetzt Bescheid, wie wir am besten Sport im Winter machen. Ja, im Winter muss man also nicht generell auf Sport an der frischen Luft verzichten. Man sollte nur beachten, dass man richtig gekleidet, aufgewärmt und natürlich auch gut sichtbar ist. Denn sowohl Radfahrer als auch Jogger unterschätzen oft, wie schlecht man sie bei Dunkelheit erkennen kann. Ein paar reflektierende Streifen an der Kleidung und oder auch ein Licht reichen meistens völlig aus. Damit gebe ich zurück ins Nachrichtenstudio. Am Sonntag, am 11.11. um 11.11 Uhr stehen nicht nur Köln und Düsseldorf Kopf. Auch im Allgäu ist großer Faschingsauftakt. Die Faschingsvereine intronisieren ihre neuen Prinzenpaare. Es gibt erste Bälle und natürlich den Sturm auf die Rathäuser. Ein Klassiker zum Beispiel in Memmingen. Der Elverrat und die Prinzengarde ziehen am Sonntag durch die Fußgängerzone und erobern mit einem Showprogramm das Rathaus. In Kempten treffen sich die Vereine zuerst zu einem Gottesdienst in der Basilika. Danach geht's ins Rathaus, wo dann die Prinzenpaare präsentiert werden. Den Faschingsauftakt zu sehen gibt es auch bei uns. Am Montag zeigen wir Ihnen, wie närrisch es zugegangen ist in Sonthofen am 11.11. um 11.11 Uhr. Ja, ob die Buxheimer eine Faschingstradition haben, weiß ich persönlich nicht, aber gleich werde ich es wissen und Sie auch. Denn wir haben den Unterallgäuer Ort genau unter die Lupe genommen für unser Magazin Allgäu TV in. Das Allgäu bedeutet für mich Heimat, Freizeit und Kultur. Vor allem der hohe Freizeitwert hat für mich eine riesen Bedeutung. Neben Wandern, Skifahren hat vor allem das Vereinsleben für mich sehr, sehr viel Spaß. So tanze ich zum Beispiel seit 17 Jahren im Ronsberger Faschingsverein und davon die meiste Zeit eigentlich mit denselben Mädels, mit denen man auch sonst sehr, sehr viel Spaß haben kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Opa, was ist eigentlich, wenn du ganz alt bist und nicht mehr mit mir rausfahren kannst? Was redest denn da, Bub? Wenn du nicht mal mehr aufstehen kannst oder selber essen kannst. Oder wenn du dich gar nicht mehr an mich erinnerst. So wie Michis Oma. Mach dir keine Sorgen. Pflege im Alter betrifft uns alle. Informieren Sie sich bei den Pflegeberatern der AOK. Einfach nah. Meine AOK. Erleben Sie das Gala-Ereignis des Jahres 2019. Den Allgäuer Presseball. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Die Musiker der Beatles Revival Band nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in die 60er. Flotte Tanzmusik spielt das bekannte Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Glücksspirale Sonderauslosung am 10. November. 200 mal 10.000 Euro extra. Für deinen Hund bist du die Welt. Mach ihn glücklich mit Platinum. Aus mindestens 70% frischem Fleisch für 100% Geschmack. Jetzt bestellen und kostenfrei liefern lassen. Für ein Stück Hundeglück. Platinum.com. Schauen auch Sie wieder gerne in den Spiegel. Werden Sie hartnäckiges Fett los. Für immer.
Cool Sculpting, die Fettreduktion ohne Operation. Jetzt neu in Kempten. Face and Dance, wir beraten Sie gerne. Der Alpenrausch ist zurück. Abfeiern, Zusammenrücken und Kuscheln ist angesagt beim Single-Special Imogdi, Tanzhits von DJ Charlie und einem Freibier für die ersten 100 Gäste in Tracht. Coole Erinnerungen gibt's mit der Griersti-Fotowand und den Artikeln aus der aktuellen Griersti-Kollektion, unter anderem das legendäre Griersti-Tattoo für den Dirndl-Ausschnitt. Ein Ort mit der am besten erhaltenen Kartausenanlage in Deutschland, ein weltberühmtes Chorgestühl und das Deutsche Kartausenmuseum. Das ist Buxheim, bekannt durch seine Klosteranlage und geprägt von einer jahrhundertealten Geschichte. Doch was gibt es hier sonst noch zu sehen und wie leben die Buxheimer in ihrem Örtchen? Diesen Fragen sind wir mit der neuen Ausgabe von Allgäu TV Inn auf den Grund gegangen. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt, bevor das komplette Magazin zu sehen ist. Der goldene Oktober brachte uns mit der neuen Ausgabe von Allgäu TV Inn nach Buxheim im Unterallgäu. Neben viel buntem Laub, Seen und Wäldern trafen wir auf Helga und Gerhard Walcher. Sie waren gerade mitten in den letzten Zügen der Gartenarbeit für dieses Jahr. Ist das hier Ihr Garten oder warum machen Sie das? Nein, das ist der Garten, der zur Kartause Buxheim gehört. Das ist der letzte verbliebene Garten einer Mönchszelle. Jede Mönchszelle hatte so einen Garten und insgesamt waren das früher 22. Es ist jetzt eine einzige Gartenfläche noch angelegt und wird von uns gepflegt. Und wir haben viel Spaß dran und machen das sehr gern. Vom Mönchsgarten aus ging es weiter in den Buxheimer Dorfladen. Hier arbeitet Heike Gröner. Sie ist gebürtige Buxheimerin und kümmert sich um die Nahversorgung im Ort. Manchen Kunden liefert sie den Einkauf sogar nach Hause, da sie zum Beispiel zu alt sind, um selbst einkaufen zu gehen. Wie läuft es hier ab in so einem Dorfladen? Wie kann man sich das vorstellen? Also neulich, das war eine ganz nette Geschichte, waren draußen im Gang auf der Bank, in der Tat 93 Jahre Buxheimerinnen, also die waren 93 Jahre, drei Stück an der Zahl und die bei mir auf einen Kaffee im Dorfladen waren. Heike gab uns den Tipp, dass es nicht immer so ruhig in Buxheim ist wie heute. Zum Beispiel im Winter, denn da treibt Narrenverein Boloe Michel sein Unwesen. Wir haben uns mit Thorsten Lang getroffen und über den Narrenverein gesprochen. Und was hat es jetzt genau mit dieser Figur auf sich? Gibt es da eine Geschichte? Ja, da gibt es eine Geschichte, und zwar der Michel, das war ein Dienstmann im Weiherhaus in Buxheim. Und der hatte immer so eine Korthose an und immer eine Dienstschürze und hat sein ganzes Geld, das er da verdient hat, immer verzockt. Und darum sind auf der Schürze auch so Pfennige drauf. Und an den Umzügen macht ihr bestimmt ganz schön Rambazamba, oder? Genau, unser Special ist der Schnupftabak, weil den hat er geliebt. Und da musste jeder mit ihm schnupfen und deshalb bekommt jeder, der will oder auch nicht, eine Prise Schnupftabak. Und da haben wir auch eine spezielle Schnupftabakmaschine und da zieht es dann ganz schön in die Nase hoch. Die bekannteste Sehenswürdigkeit des Ortes ist die Kartause. Hier lebten bis 1812 die Kartäusermönche und Priester. Mehr über ihre Geschichte, das Taktgefühl von Bürgermeister Armin Müller und wohin mich Pferd Lucky trägt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Allgäu TV Inn aus Buxheim. Ja, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Allgäu TV Inn sehen Sie ab heute Abend bei uns im Programm. So, und jetzt geht's ins Wochenende. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am Samstag und Sonntag zum Wochenrückblick wieder. Zur aktuellen Ausgabe der Allgäu TV Nachrichten ist am Montag dann Julia Becker für Sie da. Bis bald, ein schönes Wochenende.